Das Wichtigste im Rechenzentrum ist die Stromversorgung. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden, Tag und Nacht muss sichere Stromversorgung der IT-Systeme sichergestellt werden. Auch nur kleinste Unterbrechungen führen zu großen Ausfällen. Als Innovationstreiber in der deutschen Rechenzentrumsbranche haben wir als Norris Network AG mit der Firma Wörle einen Partner gefunden, der auch im Bereich der sicheren Stromversorgung mit uns neue Wege geht. Die Firma Wörle Stromversorgungssysteme ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen und seit mittlerweile mehr als 35 Jahren aktiv und erfolgreich auf dem Markt. Der Schwerpunkt des Unternehmens bezieht sich auf die unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage und dabei insbesondere auf Entwicklung, Produktion, Projektierung und den Vertrieb selbiger. Nach der mehrjährigen Zusammenarbeit mit der Firma Norris Network AG freue ich mich und freuen wir uns als Unternehmen Wörle insbesondere dafür, dieses innovative Speicherprojekt nun mit der Technologie der Firma Huawei zusammen realisieren zu können. In diesem Fall haben wir uns für das Modell Visus LI entschieden, welches das Substrat Lithium-Eisenphosphat verwendet. Wenn man sich Energiespeicher anschaut, ist die Lithium-Technologie, die ist jetzt ausgereift, sie ist preislich attraktiv geworden, bietet technologisch wahnsinnige Vorteile, Platzersparnis, ich habe kein Problem mehr mit Temperaturschwankungen, ich habe ein viel höheres Maß an Sicherheit, weil jede Zelle, jeder Block eben einzeln überwacht ist, ich habe ein viel engmaschigeres Monitoring und ich habe auch eine viel längere Lebensdauer. Jeder dieser Batterieschränke ist aufgebaut aus zwei Strängen A8 Modulen Lithium-Eisenphosphat. Diese Module haben jeweils 64 Volt Nennspannung und arbeiten mit einer Kapazität von 40 Amperestunden. Durch diese Verschaltung eben der zwei Stränge und der 8 Module in Reihe pro Strang ergibt sich pro Schrank eine Kapazität von gut 41 Kilowattstunden. Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit sind natürlich die Gesamtkosten über die Lebenserwartung. Diese sind natürlich auszurechnen auf die gesamte Lebensdauer der Batterie oder des Speichermediums. Und hier haben wir natürlich insbesondere bei der Lithium-Technologie eine wesentlich höhere Lebenserwartung als bei der Bleibatterie. Bei der Visus LI Lithium-Batterie sprechen wir von einem modularen oder mehrstufigen Sicherheitskonzept. Das heißt, wir haben zu Beginn erstmal natürlich das Gehäuse, die Schale aus Metall, welches natürlich sehr formstabil und natürlich auch sicher ist gegen mechanische Beschädigungen. Des Weiteren ist es ein modularer Aufbau, der untereinander sich verbindet und eben in einer Kette zu einem gesamten Batteriesystem verschaltet wird. Modulare USV-Anlage von Huawei mit dem Wirkungsgrad von 97% im Doppelwandlerbetrieb passt zu unserer Firmenstrategie, zu der Philosophie, einen möglichst geringen CO2-Footprint zu haben, konsequent auf E-Mobilität zu setzen und seit über 10 Jahren nur CO2-freien Strom einzusetzen. Ich freue mich daher wirklich sehr und bin ehrlich gesagt auch ein wenig stolz darauf, dass wir dieses innovative Lithium-Speicherprojekt gemeinsam mit unserem Kunden Norris Network und unserem Partner Huawei in der Megawatt-Klasse, und das ist die wirkliche Besonderheit, realisieren durften.